Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 59 von City Skylines. Ja, wir sind wieder drinnen in unserem Spiel und letztes Mal hatten wir hier so eine Reinigungsanlage gemacht. Und die braucht definitiv Wasser. Anschluss. Den müssen wir machen. Das hatten wir letztes Mal offen gelassen, weil ich dachte, es würde so funktionieren, weil es aus dem Fluss reinigt. Tut es aber gar nicht. Und das funktioniert. Ach, wir können es auch hier anschließen und dann ist gut. Jetzt sollte da gleich auch dieses Gebäude grün werden. Da kommt es raus. Wunderbar. Gut. Herr Wasserturm. Umgebaut wird das Wasser kontaminiert. Warten Sie, dass die... Ein Wasserturm zum Ordnungswesen, Betrieb ein Wasserrohr benötigt, keine Straßenanbindung erforderlich, okay. Das würde jetzt bedeuten, ich kann das hier irgendwo so in so einen Stadtpark reinbauen, sozusagen, hier oder so. Ja, das brauche ich aber gar nicht. Was ist das hier? Wasseraufbereitungsanlage. Ach so. Ach so, ne, die haben wir ja gerade gebaut, ne, oder? Das sind ja diese, sieht man nicht, aber das ist, weil das so hochgelegt ist, ne? Da ist nämlich diese Seite hier vorne. Alles im grünen Bereich. Ja, Wasseraufbereitungsanlage, Wasserverschmutzung wäre dann noch interessant zu sehen, ne? Ja, das haben wir hier auch, oder? Automatisch dabei? Nicht wirklich, ne? Dunkel, da sieht man nicht das braune Wasser so sehr. Läuft hier aber lang, ne? Und das ist zu Ende mit unserer Karte. Gut, was haben wir letztes Mal noch gemacht? Wir hatten hier ein Stadtviertel gebaut. Irgendwie ist jetzt dunkel. Achso, Meilenstein. Dann können wir mal gerade gucken, wann es weitergeht hier. Bei 65.000, okay. Was machen wir aus diesem Viertel? Gute Frage. Wir haben... Hier die Anwendungen liegen. Das heißt, hier müssten wir Kommerz hinmachen. Hier unten sind auch so viele Zeichen wieder hier. Was ist das? Kranke Bürger. Überall, überall. Das heißt, die Gesundheit muss besser werden. Da war jetzt nichts. Ach so, das ist das Hinterhaus. Das sind überall kranke Bürger. Da müssen wir die Gesundheit besser machen. Wie sieht die denn hier aus? Da ist eine Arztpraxis. Hier ist auch einer. Trotzdem kranke Bürger. Krankenhaus hierhin. Würde gleichzeitig das Viertel mit betreffen. Warum ist denn da jetzt ein Bagger zu sehen? Aber da ist keiner, oder? Ach doch, da zieht sie gerade eins hoch. Gut, dann nicht da, dann da. Ist ja vielleicht auch besser, oder? Aber geht irgendwie gar nicht dahin. Wollen wir eine Straßenanbindung? Auch dort oben haben wir eine Straßenanbindung. Dann doch mal hier hin. Aber das wäre zu weit wieder von diesen kranken Bürgern weg. Oder hier hin. Schwierig. Guck mal, da unten geht noch eine Arztpraxis hin, oder? Nicht ganz, leider. Hier auf dem, da geht eine Arztpraxis hin. Auch nicht ganz. Da geht's hin. Werden die Gebäude jetzt hier andersfarbig? Ja, ein paar... Ein bisschen besser geworden, ne? Ja, doch, jetzt ändert sich was mehr ins Bläuliche an. Das Rot wird schlechter. Gut, aber hier müssen wir trotz alledem noch was machen. Arztpraxis. Und hier unten auch noch irgendwo eine hin. Also da.
Etwas besser? Gute Frage, ne? Ich glaube, die kranken Bürger werden aber weniger, oder? Ist hier noch was möglich? Hier auf jeden Fall, ne? Machen wir das noch dahin. Gut. Hier will ich irgendwo noch ein Krankenhaus haben. Und das mache ich einfach hier hinten hin. Oder hier weiter rum. Dahin und fertig. Jetzt sind die alle glücklich, oder? Gut, müssen wir schauen. Ärzte sind gut. Ach, ein Friedhof wäre vielleicht auch nicht schlecht. Da war eben auch so ein... Da ist einer. Machen wir hier hin. Dahin, wunderbar. Sanatorium. Finde ich hier noch Platz. Alles gut. Na, die kranken Bürger, die machen einen noch ein bisschen Sorgen, ne? Aber wird wohl werden. Wie sieht es feuertechnisch hier aus? Ist natürlich schlecht hier, aber... Würde da schwächer werden. Wenn ich es hier hinbaue, habe ich fast das ganze Viertel unter Kontrolle. Passt. Die Polizei. Brauche ich mir überhaupt eine? Es ist nirgendwo Diebstahl zugange. Nö, eigentlich nicht. Schule wollen wir nicht, wegen wir brauchen für die Landarbeit ungebildete Arbeiter. So, dann kommt jetzt hier das ins Spiel. Also hier ins Zentrum würde ich gerne schon mal auf jeden Fall das machen. Kleine Häuslein. So, außenrum auch noch. So, hier ist Zugangsstraße. Hier sprachen wir von Kommerz. Dann machen wir hier, haben wir gesagt, Kommerz. Ja, großen Kommerz da. Da auch noch hin. Den schwächeren. Da machen wir einen Zeitungskiosk raus. Dann hier so hin. Das noch. Da noch. Was ist da noch? Da drunter ist noch eins. Das machen wir auch noch. Das geht auch noch. So, und hier kommen ein paar Bürogebäude noch hin. Hm, sieht natürlich da gerade so blinkend schön aus da. Und da auch noch. Ja, und da hinten machen wir hier noch beim Eingang noch Kommerz hin. Da noch und da noch, aber das andere nicht mehr. So, Einfamilienhäuser hier noch. Da auch noch. Diese Reihe machen wir auch noch Häuser. Das auch noch. Passt. Und dann die großen hier noch hin und dort auch noch. So, die Kurve noch mitgenommen. So, diesen Bereich lasse ich frei für irgendwelche Sonderbauten, die vielleicht noch kommen könnten. Hier unten können wir noch ein paar Bürotürme hinstellen.
warst. Hier sind auch noch Plätze frei. Hm. Da wollten wir erstmal freilassen. Ja, ich glaube, das lassen wir erstmal so. So, wird schon gebaut. Im Zentrum auf jeden Fall. Ja, wie sieht's mit Strom aus? Er schließt sich. Auch super. Sonne geht auf. Was wollen wir mehr? Wie sieht's hier drüben aus? Oh, da sind Stromgeschichten. Aber jetzt geht die Sonne auf. Dann wird das mit dem Strom weniger. Aber da müssen wir trotzdem noch was tun. Können wir hier oben noch ein paar Windkrafträder hinstellen? Jo, machen wir mal. Da ist eine ganz kleine Stelle, wo es grün ist. Da will ich hin. So, passt, oder? Sonne geht da nicht hin. Geht da. Ach so, die Straße ist nicht, das ist noch nicht unsere Straße sozusagen, deswegen geht das nicht. Ah, mal hier was mit Sonne geht nicht. Nö. Da wird's gehen. Ist doch wunderbar, oder? Dann hat er daneben auch Strom, aber kein Wasser. Stück erschlossen, oder? Passt. Wer wohnt denn da? Weg. Alles weg. Ach, das ist ein Sanatorium vielleicht, ne? Könnte das sein? Ja, sieht danach aus. Krematorium, nicht Sanatorium. Warum sage ich immer Sanatorium? Krematorium ist das. Gut, da scheint die Sonne, wird produziert Strom. Hier haben wir eine super Auffahrt. Staut sich bis zur Autobahn zurück, das ist ja ganz schlecht, ne? Warum passiert das? Hier fließt der Verkehr aber normal, ja, auf der Brücke ist es schlecht. Hm. Jetzt fließt der Verkehr hier von der Autobahn auch runter. Kann man da was ändern? Dass der Stau auf der Straße sein bleibt? Sollten wir hier eine Anbindung machen? Vielleicht, oder? Weiß nur nicht, ob das fruchtet. Müssen wir mal schauen. Fährt da einer rein oder nicht? Das Datum noch nicht. Fährt da wieder ein Schwung. Es fährt hier rechts keiner rum. Die kriechen alle hier rum dann. Schwierig. Die fahren alle auf die Autobahn, das ist ja okay. Warum fahren die nicht hier lang? Ist doch auch möglich. Du hast gesehen, da war ein Trecker auf der Autobahn. So, da auch noch einer. Das ist ja komisch. Das ist nicht gut, dass sich hier ein Stau bildet.
Und das ist ein Rückstau. Man bildet sich nach hier bis zu der Kreuzung. Er fließt aber im Endeffekt. Schwierig. Aber lassen wir erst so. Da brennt's. Da sind Häuser abzureißen. Das weg und das weg. Und sonst sehe ich keine. Also, na, es sind noch ungebildete Arbeiter, die da gebraucht werden. Das ist klar. Aber es geht voran. Schaut's in unserem neuen Viertel aus. Das wächst auch. Also alles gut. Gut. Dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge erst wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.